Die B16 dient den autobahnfreien Landkreisen Dillingen und Donau-Ries als Zubringer zum überregionalen Verkehrsnetz. Als bedeutendste Anbindung muss sie daher leistungsfähig und verkehrssicher ausgebaut werden. Dieser Ausbau wurde vom Bund in mehrere Einzelprojekte aufgeteilt, zu denen unter anderem die Südspange von Donauwörth zählt. Wir befinden uns hier in Donauwörth. Donauwörth liegt am Bundesstraßenkreuz B16, B2 und Donauwörth ist auch auf halber Strecke im Zuge der B16 zwischen der A8 bei Günzburg und der A9 bei Ingolstadt. Die B16 hier in Donauwörth ist sehr hoch belastet. Laut Prognosen ist bis 2030 sogar von 28.000 Fahrzeugen täglich auszugehen. 28.000 Fahrzeuge am Tag führen dazu, dass hier die Anschlussstellen sehr stark belastet sind und in den Spitzenzeiten sogar überbelastet sind, was zu Rückstauungen führt. Am stärksten betroffen ist da die Industriestraße und dort haben wir unsere Planungen begonnen. Insgesamt haben sich die Planungen dann so entwickelt, dass sich hier vom Helikopterkreisel aus, wo wir uns gerade befinden, in Richtung Osten ausgebaut werden sollen, über die Industriestraße, über die Donau bis zur Anschlussstelle Auxisheim. Bei dem Ausbau der Südspange von Donauwörth spielt auch die Donaubrücke eine wichtige Rolle. Dazu zählt der Neubau einer zweiten Brücke und die dringend erforderliche Sanierung der vorhandenen Brücke. Wir stehen hier an der Donaubrücke und an der Anschlussstelle Industriestraße. Das ist das Herzstück der B16 Südspange. Hier wird eine neue Donaubrücke gebaut werden und im Zuge dessen wird die alte Donaubrücke saniert. Wir befinden uns jetzt schon in der Entwurfsplanung und sind da auch schon relativ weit fortgeschritten. Entwurfsplanung heißt, dass man von dem groben Verlauf der Trasse das Ganze konkreter ausarbeitet, die Höhen festlegt, die genaue Lage festlegt, den genauen Umriss der Brücke und das Ganze dann detailliert ausarbeitet. Ein wichtiger Bestandteil der Entwurfsplanung ist auch die Entwässerung der Südspange. Wir haben hier einen parallel verlaufenden Entwässerungsgraben, den Kreuzgraben, den wir verlegen müssen. Das Ganze ist eine etwas anspruchsvollere Planung, weil damit auch die Entwässerung des Stadtteils Riedlingen zusammenhängt und da auch ökologische Belange wie zum Beispiel der Salzgehalt des Niederschlagswassers auf der Südspange eine Rolle spielen. Als nächsten Schritt wird man das Ganze dann dem Bund vorlegen zur Abstimmung und wenn der haushaltsrechtlich auch zugestimmt hat, werden wir in die Planfeststellung gehen, um dann Baurecht zu bekommen.